Moin, ich bin Jörg und ich probiere Wein. Heute darf ich diesen hier probieren, vom Weingut Christmann aus der Pfalz, Sandstein Riesling 2019. Das Weingut Christmann ist in Gimmelding, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße zu Hause, im Zentrum der Pfalz, in der Mittelhart. Wie der Name dieses Weines schon sagt, eine Gegend, die sehr stark von Buntsandsteinböden geprägt ist. Das Weingut Christmann wird geleitet von Steffen Christmann, seit mehr als 10 Jahren Präsident des Verbandes der Deutschen Prädikatsweingüter, des VDP, zusammen mit seiner Tochter Sophie, die seit einigen Jahren zusammen mit ihm das Weingut leitet. Es ist ein nicht nur biologisch, organisch bewirtschaftetes Weingut, sondern auch seit einigen Jahren biodynamisch und Mitglied im Verband Respekt. Da das Weingut biodynamisch arbeitet, sind alle Weine spontan vergoren, auch dieser Gutswein. Und die Spontanvergärung führt häufig dazu, dass die Nase im ersten Moment ziemlich verschlossen ist. Diese Arbeit mit den wilden Hefen, also auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Gutswein ist, ein Wein, der doch einiges an Luft braucht, um diesen leichten Reduktionston wegzubekommen. Aber wenn sich der Wein dann mal geöffnet hat, dann kommt eine sehr vielschichtige, abwechslungsreiche Nase, weiße Blüten, Wiesenkräuter, ein bisschen Kamille, ein bisschen Minze in diese Richtung, eine ganz dezente Rauchigkeit und am Gaumen dann einerseits weißes Steinobst, Limone, Limette, zitrische Noten, wieder dieses minzige, weißer Pfeffer, ganz dezente Schärfe und der Wein trägt ja diesen Namen, Sandstein, die typische Pfälzer Säure, die doch relativ rassig ist, in Kombination mit einer sehr schönen, herausgearbeiteten Buntsandstein-Mineralität, die dem Wein ein bisschen Druck gibt und ihn lange wirken lässt. Und, das ist vielleicht noch erwähnenswert, ein relativ schlanker Wein, nicht so viel Alkohol, ein Wein für jeden Tag mit sehr, sehr viel Anspruch. Pfälzer Riesling geht grundsätzlich eigentlich zu allem, aber man könnte es gerade jetzt, wenn es so ein bisschen kühler wird, gerne probieren mit einem Kartoffelgratin, um es mal ein bisschen anders zu machen als sonst, noch ein paar Steckrüben hinein, mit Gorgonzola überbacken, ein bisschen säurigen Apfel noch hinein und dazu einen winterlichen Salat, zum Beispiel einen Feldsalat. Das wäre eine sehr, sehr gute Kombination, wenn man vegetarisch bleiben möchte. Und in diesem Sinne, cheers, folks!